Das Lunar New Year Event steht an und ihr habt's mitbekommen, ich habe fast alles verkauft. Wieso, weshalb, warum? Kommender Marktcrash, ich erzähle euch alles in diesem Video. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zum nächsten Community Talk, der schon etwas länger her ist. Aber heute gibt es auf jeden Fall Informationen, die ich euch definitiv mitteilen muss, denn heute geht es um das Lunar New Year Event, der kommende Marktcrash, der vielleicht davor ansteht und so weiter und so fort. Deswegen, wir wollen direkt mal reinstarten. Wenn euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für die positive Resonanz des Intros. Ich habe es nirgendwo in irgendeiner Art und Weise geklaut oder sonstiges, weil das 2-3 Personen reingeschrieben haben. Also nehmt mir das bitte nicht übel, das finde ich nicht in Ordnung, dass ihr das schreibt. Ich habe mir wirklich ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mich vielleicht inspirieren lassen. Das wäre vielleicht irgendwas, wie man es nennen könnte. Aber so sehr habe ich eigentlich nie irgendwelche anderen Intros verfolgt. Jetzt starten wir aber rein mit der ganzen Sache. Ihr seht, wir haben einen Kontostand von 7,847,382 Millionen Coins. Das bedeutet insgesamt, wir haben ordentlich was verkauft. Gehen wir einfach mal jetzt auf mein Team. Merkt ihr, es fehlen auf jeden Fall insgesamt 5 Spieler. Und zwar alle Team of the Year Karten plus meine Legende Blanc habe ich auf jeden Fall schon mal verkauft. Der Rest, den ihr hier seht, ist komplett untradable. Man kann natürlich auch versuchen, jetzt daraus hier noch ein Team zu bauen. Könnte, denke ich mal, auch sogar möglich sein. Aber da ich am Wochenende nicht in Chemnitz bin, beziehungsweise erst am Samstagabend wiederkomme, weil wir in Berlin sind mit der Tonzer-Mannschaft, haben wir ein Spiel, genaues Datum, Samstag genaues Datum, ja, spielen wir. Genauer Ort, Zeit und sonstiges schreibe ich euch alles unten in die Videobeschreibung mal rein, denn ich würde mich riesig freuen, wenn ihr alle vorbeikommen wollt. Da könnt ihr uns sehen, also mich, Julius, Julian, Kupanito, PMTV, Karol von Goalkeepers und so weiter. Wir spielen mal wieder gegen eine Auswahl aus Berlin. Könnt ihr sehr gerne vorbeikommen, zuschauen, Autogramme abholen, Fotos abholen und so weiter und so fort. Aber jetzt, ihr seht schon, wir haben alles verkauft. Wieso geht das insgesamt oder wieso habe ich das insgesamt gemacht? Wir haben zumindest schon mal einen Verkauf mehr. Gut, das ist von Ipswich, das ist relativ uninteressant. Und zwar, wir haben alles verkauft, weil das Lunar New Year Event ansteht. Ich möchte mich dahingehend auch nochmal ganz recht herzlich bei Daredevil bedanken, denn ich habe mit ihm vorgestern Abend ein bisschen geschrieben, zwecks der Marktsituation, was ich machen sollte, wie das Ganze geht. Von ihm der Twitter-Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung, ist ein richtig, richtig guter Trader. Falls ihr wirklich Interesse habt, geht auf Twitter, folgt ihm und lasst ihm liebe Grüße von mir da. Geht auf jeden Fall fit. Und zwar haben wir auf jeden Fall darüber nachgedacht, Lunar New Year Event, wie war es denn letztes Jahr? Ich versuche euch ein paar Einblendungen zu machen, ja, wie das Ganze letztes Jahr war. Und zwar, letztes Jahr Lunar New Year Event, ihr wisst, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, gab es Packs zur Hälfte der Preise von den Coins. Heißt sozusagen 50k Packs für 25k, 100k Packs für 50k und so weiter und so fort. Und wir haben einfach nur dahingehend das Ganze analysiert, dass es definitiv zu einem kommenden Marktcrash kommt. Ich alleine denke aber auch, das habe ich auch schon viel bei Twitter gelesen, dass einfach FIFA zurzeit absolut uninteressant geworden ist für viele Spieler durch den neuen Patch, durch das ganze Matchmaking, Weekend League und so weiter und so fort. Viele Spieler sind ein bisschen angepisst von EA und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass nicht mehr so viele Bock haben, intensiv Weekend League zu spielen und dahin einfach sagen, komm, wir ballern einfach mal meine Coins raus und gucken mal, vielleicht ziehen wir ja was. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es wie im letzten Jahr zu einem Marktcrash definitiv kommt. Da sind die Team of the Year Player unfassbar sehr gefallen. Das war absolut krank, wie die nach unten geschossen sind. Aber auch High-Rated Goldspieler, ganz normale Goldspieler, sind unfassbar im Preis getroppt, weil einfach viele ihre Spieler einfach verkauft haben, sie die Packs für Coins gezogen haben und deswegen ist das Ganze eben so entstanden. Da ist das Ganze ins Rollen gekommen und dadurch ist natürlich auch alles gefallen. Und deswegen habe ich jetzt noch, Stand jetzt, alles verkauft, bis auf meine Player of the Month Investition. Zu den Player of the Month Investitionen habe ich gestern einen Livestream gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die Investition einfach dann bei dem Video jetzt in diesem Video einfach hinten heran nochmal ranhänge, damit ihr seht,
wie ich investiert habe. Jetzt habe ich natürlich auch noch ein paar Investitionen. Und zwar, wir haben einen Aguero geholt, der kostet mittlerweile 390.000 Münzen, ne? Für 341.000 Münzen, weil wenn er wirklich als Player of the Month kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man seine Goldkarte abgeben muss. Und da versuche ich natürlich so viel wie möglich Profit rauszuholen, indem ich einfach so wenig wie möglich bezahle. Ja, ich möchte ihn definitiv machen, das sage ich euch jetzt schon. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber definitiv wird Aguero, wenn er kommt, gemacht. Juan Fran, Atletico Madrid, liegt einfach daran, dass er eben Aguero bei Atletico gespielt hat. Deswegen habe ich mir mal ein Info mitgenommen von Atletico Madrid. Strootmann ist völlig egal, der geht auf jeden Fall noch weg. Lanzini, argentinische Informs, habe ich natürlich auch investiert gehabt. Deswegen habe ich die auch noch drauf. Wir haben allgemein High-Rated-Spieler aus der BPL noch auf der Transferliste. Ihr seht, Tech Aviar läuft trotzdem durch, auch wenn wir keine 100 Spieler mehr haben. Wir haben den Rest einfach komplett verkauft. Di Maria, hochgerateter Argentinien-Spieler für Aguero. Shakielka, Player of the Month. Natürlich, Informs aus der Premier League werden sehr gerne gesehen. Die beiden Ones to Watch, die ich noch habe, Hernandez, lasse ich definitiv noch drauf. Vielleicht geht er irgendwann weg. Carrasco, Atletico Madrid, hat er gespielt. Courtois ist hochgerated. Wir haben Robben noch drauf. Liegt einfach daran, ich wollte ihn noch nicht verkaufen, weil er zurzeit nicht zu ziehen ist. Vielleicht geht er dann dadurch noch ein bisschen überteuerter weg. Ja, muss man mal gucken. Company, Manchester City. Illaramendi ist ein Inform, der 84er rated ist. Gute Liga, gute Stats. Allgemein ist es halt eine gute Nation auch. Und er ist relativ günstig gewesen. Gekauft haben wir den für 22k. Liegt mittlerweile fast bei 25.000 Münzen. Und ich denke, der kann noch ein gutes Stück ansteigen. Oblak, Atletico Madrid, es sollte klar sein. Herrera, 84er Spieler aus der BPL. Choupo-Moting haben wir wieder als Player of the Month Inform-Investition, genauso Servi, davon haben wir auch zwei drauf. 85er Schmeichel, der günstigste 85er Inform, den haben wir damals für 32k geholt. Ich weiß nicht, wie viel er gerade kostet. Ibra, Bernardo Silva, Willian, Gündogan, alles Spieler, die wir natürlich sehr gerne mitnehmen. Für die Player of the Month, wir haben noch zwei Man of the Match Karten. Liegt einfach daran, dass die sowieso Abstoßpreis sind und die dann zu verkaufen, wäre absoluter Quatsch. Fährmann geht, denke ich mal, auch noch weg. Stindl soll auch noch weggehen. Servi haben wir noch mit am Start. Höwedes soll noch weggehen. Koke ist wieder Atletico Madrid. Monreal, Lanzini, Lamela, Stones, alles a Player of the Month. Philippe Luis, Di Maria, Silva, ich denke, ihr wisst genau Bescheid, wieso, weshalb, warum. Lovren-Inform haben wir noch mit am Start. Cech, Gündogan nochmal, Fabregas, Walker, Icardi und Laporte. Natürlich werden wir versuchen, noch ein bisschen was zu investieren, dann in dem Livestream. Ich nehme das vor dem Livestream auf und werde euch natürlich auch ich werde es einfach hinten ranhängen, meine kompletten Investitionen aus dem Stream. Vielleicht werde ich dazu nochmal jetzt einen Cut gleich setzen. Aber ich würde euch empfehlen, denn ich gehe davon aus, dass es wirklich zu einem Marktcrash kommt. Versucht eure ganzen Spieler, die ihr nicht braucht, wo ihr wirklich sagt, die kann ich definitiv verkaufen und ich kann auch warten und kann mir in der Weekend League mit einem schwächeren Team spielen, dass ihr wirklich alles verkauft. Am besten nachts, da sind die Preise nochmal ein Stück weit besser. Falls ihr Player of the Month Aguero machen wollt, investiert schon mal in Spieler. Das ist auch ganz, ganz wichtig und sonst gibt es dazu eigentlich nichts weiter zu sagen. Wir sehen uns definitiv jetzt nach einem Cut und ich hoffe natürlich, ich kann das Video ein Stück weit weiterhelfen, denn ich denke mal, sowas ist auch sehr, sehr informativ. Wenn ihr wirklich seht, ich verkaufe auch alles, dann kann ich das vielleicht auch einfach nachmachen. Versucht nicht direkt nach dem Video direkt alles zu verkaufen, weil das vielleicht sehr, sehr viele machen und dann wird es vielleicht noch ein bisschen weniger, was ihr überhaupt rausbekommt, ja. Klar, ihr macht vielleicht jetzt Verlust, aber dieser Verlust kann natürlich noch viel, viel größer werden zum Lunar New Year Event. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr gemacht habt. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns gleich wieder mit einem Cut und zwar direkt nach dem Livestream. So Jungs und Mädels, wir sind nach dem Stream, wir sind angekommen. Leider muss ich euch die ganze Sache mit Screenshots zeigen. Ich weiß nicht, was zurzeit mit meiner Elgato los ist. Ihr habt es vielleicht auch gestern schon im Stream mitbekommen. Ich versuche das Problem in irgendeiner Art und Weise zu fixen. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Aber wir gehen rein, wir haben 7,256 Millionen, heißt sozusagen, wir haben ordentlich investiert. Wir gehen insgesamt in die Teams mal rein. Ihr könnt es jetzt leider nur in Screenshots sehen. Aber ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten, weil ich denke mal, das ist relativ wichtig. Wir starten rein ins erste Team, das ist das Manchester City Team. Alle Spieler, beziehungsweise ja, alle Spieler, die ihr seht, die im Dream Squad sind, haben wir noch auf der Transferliste. Wir haben den Ederson, den haben wir für 76.000 Münzen gekauft, der war ziemlich teuer. Touré, Otamendi, Kompany, Laporte haben wir sogar noch als Ones to Watch auf der Transferliste. Bernardo Silva, Gündogan, David Silva, De Bruyne und Leroy Sané. Dazu natürlich Sergio Aguero, weil ich davon ausgehe, dass man ihn abgeben muss. Kommt bloß jetzt drauf an,
Wo muss man ihn abgeben? Gibt es 6 verschiedene Challenges? Gibt es nur 4 Challenges? Wie macht das EA? Muss man Aguero einzeln abgeben in einem Team mit Manchester City Spielern, in einem Team nur aus der Premier League bestehen, in einem Team von argentinischen Informs oder argentinischen Spielern oder von Atletico oder Vergangenheit oder seine ehemaligen Tore oder die er in diesem Monat geschossen hat? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe versucht, immer ein Team zu bauen, was ziemlich hohes Rating hat. Ihr seht schon, das Team hat eine Gesamtbewertung von 86. Wenn man Aguero raushaut, hat es dann eine 85 und das müsste, denke ich mal, klar gehen. Ja, das ist sozusagen Team Nummer 1. Team Nummer 2 ist das Team von Argentinien. Und da haben wir 2 Infos mit eingebaut. Wir haben eine 84er Gesamtbewertung. Brauchen wir nur eine 83er Gesamtbewertung, können wir Higuain raushauen und da zum Beispiel Pastore hinstellen. Sonst alles im Verein fast schon gehabt, genauso wie Lanzini, Servi und Di Maria, die sind mit auf der Transferliste. Geht auf jeden Fall klar. Als Backup haben wir noch Icardi als 87er Info mit auf der Transferliste liegen. Vielleicht geht er dann auch noch weg oder wird gebraucht, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, auch das ist ein Team als Investition. Drittes Team haben wir dann Atletico Madrid. Und zwar, Atletico Madrid war ja der Verein, bevor er zu Manchester City gewechselt ist. Da haben wir es so gemacht, dass wir ein Team mit einer Gesamtbewertung von 85 haben. Ihr könnt Felipe Luis, Juan Fra in Form zum Beispiel auch durch Savic austauschen. Würde trotzdem noch eine 85er Bewertung geben. Auch hier Oblak, Koke, Carrasco, alle Spieler, was wir hier haben, genauso wie Felipe Luis und Juan Fra in Form, haben wir auf der Transferliste. Ehemaliger Verein, kann auf jeden Fall sehr gut passieren, dass ihr diese Spieler hier in irgendeiner Art und Weise gebrauchen könnt. Nächstes Team, und zwar Team Nummer 4, heißt Informs BPL oder allgemein BPL. Hier habe ich ein Team gebaut mit einem 87er Rating aus Spielern der Premier League mit insgesamt 2 Informs drin. Dazu habe ich natürlich hier Ibrahimovic, Fabregas, Eriksen, Kane, Özil und Lovren in Form und Ramsey in Form ist mit am Start, Courtois und Alderweireld, David Silva und Azpilicueta haben wir auch mit am Start. Des Weiteren haben wir unten als Inform-Varianten haben wir noch Obiang, Milivojevic, Schmeichel haben wir noch auf der Transferliste, genauso wie Ward Pros haben wir am Start, Ederson. Des Weiteren haben wir noch Monreal und Jack Jelka auf der Transferliste. Also ihr seht schon, dahingehend haben wir echt gut investiert, genauso wie Choupo-Moting in Form. Auch den haben wir noch mit dabei. Wir machen weiter mit dem vorletzten Team, und zwar ist das Team von Independiente. Hier muss man dazu sagen, ich habe ein reines Team aus dieser Liga gebaut, aus dieser Mannschaft. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht braucht man sogar einen argentinischen Inform oder beziehungsweise allgemein einen Inform aus dieser Liga. Da bietet sich ein Stürmer, der 12k kostet an. Den gibt es gerade noch auf dem Markt. Des Weiteren könntet ihr dann auch mehrere Goldspiele noch einbauen. Müsst ihr einfach mal schauen, welche es da gibt. Aber ich habe mir erstmal nur das komplette Team eben von seinem alten Verein geholt, bevor er dann zu Atletico und schlussendlich zu Man City gewechselt ist. Das ist das Team, was wir hier haben. Und weiter geht's mit dem letzten Team. Und zwar ist das Team, wo er im Monat Januar gegen welche Mannschaften er gespielt hat. Er hat gespielt gegen Redford, gegen Liverpool, Newcastle und West Bromwich. Ihr seht schon, wir haben ein komplettes Team aus diesen Spielern gebaut oder aus diesem Verein, jeweils mit den besten Spielern überhaupt drin. Heißt sozusagen Canetes, Pereira, Deulofeu oder Deulofeu. Von Redford sind die 3 besten Spieler, die es überhaupt gibt in diesem Verein. Bei Newcastle ist es Lechon und wenn mich nicht gar alles täuscht, ja, Slimani. Wir haben von West Bromwich Gibbs, Krychowiak und Rondon und von Liverpool dann Salah, Klein und Matip. 81er Gesamtbewertung. Es kann natürlich sein, wir brauchen insgesamt nur einen Spieler, sonst eine Bewertung von 83 oder 84. Da könnt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen was aufbessern. Aber das war's von meinen Investitionen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das ganze Video findet. Ich würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr einen Daumen nach oben gebt. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ihr habt die Möglichkeit, mit mir zusammen aus dieser kleinen Krise, die gerade so ein bisschen auf dem Kanal ist, was ich wirklich zugeben muss, mir rauszuhelfen. Ihr seid dafür mitverantwortlich, dass ich so groß geworden bin. Vielleicht, ich gebe euch die Videos jeden Tag, immer mindestens 1, vielleicht manchmal sogar mit Stream 2 oder allgemein 2 Videos, dass ihr mir vielleicht dahingehend was zurückgebt und einfach hier ein bisschen Support raushängen lasst. Ja, vielen, vielen Dank, ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben, euer Chris und ciao.